Hallo Musti. Hallo. Es ist Herbst geworden auf der Waldau. Und am Mittwoch steht jetzt das Duell an: Oberligameister Baden-Württemberg gegen Oberligameister Rheinland-Pfalz. Und an der Tabelle sieht man, wie unterschiedlich man als Aufsteiger dastehen kann. Ja, absolut. Wir sind froh, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Ja, also nicht wegen der Platzierung, sondern was Punkte angeht. Aber es ist alles so eng, ja, da sieht man, was in dieser Liga los ist. Ja, ist schon wirklich brutal, was für Ergebnisse da immer zustande kommen. Und auch Arschot Mainz hat jetzt brutal enge Spiele gehabt. Ja, das vor allem letzte Woche war ja sehr tragisch, wie sie da das Spiel noch verloren haben. Aber das spricht einfach auch für die Stärke in der Regionalliga jeder Mannschaft. Da ist schon richtig Qualität drin. Und da gibt es einfach jedes Spiel, ja nicht jede Woche, weil jetzt ist ja eine englische Woche, jedes Spiel aufs Neue alles abzurufen, was man hat. Ja, auch wenn es dann an die Reserven geht in englischen Wochen. So geht es allen Mannschaften und dann gilt es einfach, ja, da das Bestmögliche rauszuholen. Englische Woche, du hast schon angesprochen. Es geht jetzt wirklich wieder an die Kondition und ich denke, da sind wir gut vorbereitet. Absolut sind wir da gut vorbereitet. Körperlich sind wir gut vorbereitet, vom Kopf her. Das ist immer schon nicht nur eine körperliche Aufgabe, auch mental. Das ist immer eine Hausnummer. Ja. Man denkt, jawohl, jetzt hat man ein brutal schweres Auswärtsspiel gewonnen und dann kommt das nächste schwere Spiel zu Hause wieder. Es ist einfach, wie gesagt, in dieser Liga, da wird jedem in jedem Spiel, in jeder Phase alles abverlangt. Also ich hatte jetzt noch keine Phase, wo man sagen kann, okay, da kann man sich ausruhen. Außer jetzt klar, gegen Koblenz lief es brutal für uns. Da haben wir uns gleich ein Polster erspielt, hier in dem Spiel. Ja, weil wir sehr effektiv waren von Anfang an. Aber ansonsten, das ist eher selten der Fall. Das habe ich auch gleich gesagt. Und das sieht man jetzt jede Woche an jedem Ergebnis. Auch für uns. Wir müssen immer ans Limit. Und jetzt müssen wir wieder morgen an die Grenzen gehen. Und dann kommt das nächste Spiel. Aber erstmal ist nur morgen angesagt, weil das Spiel wird uns schon alles abverlangen, hundertprozentig. Und wenn wir das gut bestreiten, dann können wir ans nächste denken. Und morgen haben wir wieder die tolle Flutlichtatmosphäre bei uns im Stadion auf der Waldau. Ja, ist immer was Besonderes. Also auch ohne Flutlicht ist sehr schön bei uns, aber klar, abends hat schon einen besonderen Flair bei uns und daher gilt es einfach morgen mit den Fans zusammen wieder eine Einheit zu bilden, wirklich wieder alles rauszuhauen. Jeder Einzelne zählt da. Ich hoffe da unheimlich auf die große Unterstützung zu Hause, weil wir brauchen das, wir brauchen diese Kraft, wir brauchen diese zusätzliche Energie, die man dann immer wieder bekommt. Die wird notwendig sein, die nächsten Spiele. Und daher bin ich aber auch überzeugt, dass da wieder jeder Kickers-Fan, jeder Einzelne alles raushauen wird. Und wir als Mannschaft wollen dann dem gerecht werden und ein gutes Spiel abliefern. Mittwochabend, 19 Uhr, Gazi-Stadion auf der Waldau. Vielen Dank, bis dann. Danke, Musti. David Kammerbauer ist bei uns. Kammer, du bist jetzt das fünfte Jahr bei den Kickers. Du hast nach deiner Jugend hast du schon Regionalliga gespielt, ja, dann über die Oberliga, jetzt auch wieder in der Regionalliga. Wie sind so die Unterschiede von der fünften Liga in die vierte Liga? Ja, ist schon nochmal was anderes. Qualitativ schon nochmal ein Unterschied. Fehler werden direkt bestraft, oder was heißt direkt bestraft, aber mehr bestraft auf jeden Fall als in der Oberliga, wo man vielleicht meinen Gegner jetzt laufen lassen konnte und dann nichts passiert ist. Genau, du hast schon gesagt, ich habe es früher schon mal gespielt. Damals bei Siegen, Regionalliga West und dann noch bei Ulm, Regionalliga Südwest auch. Ja, da war ich noch sehr jung, aber war auch schon ein Erlebnis. Man hat halt einfach geile Auswärtsspiele teilweise. Manchmal jetzt gegen Schott Mainz, dann vielleicht auch auf dem Kunstrasenplatz, aber ansonsten, glaube ich, durch die Bank geile Spiele, wie jetzt in Offenbach oder jetzt auch in Fulda, was auch zumindest ein kleines, cooles Stadion. Und jetzt steht uns auch wieder ein geiles Spiel bevor. Mittwochabend, Flutlichtspiel auf der Waldau. Freust du dich drauf? Ja, also Flutlichtspiel auf der Waldau ist immer was Besonderes. Vor allem jetzt englische Woche, Mittwochabend. Ja, glaube ich, werden schon einige Zuschauer dabei sein. Wir sind Stand jetzt noch Tabellenführer und wollen wir auch auf jeden Fall bleiben. Wie sieht's aus bei dir mit deinem Zwilling? Mit Malte. Mit Malte? Mit Malte. Ja, den geht soweit ganz gut. Der pendelt zurzeit von Mainz mal nach Waldorf, dann von Stuttgart mal nach Waldorf. Sehen nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber da bin ich echt ganz froh drüber. Waren jetzt am Sonntag zusammen was essen, haben immer noch viel Kontakt, aber werden die Wohnung, unsere WG, jetzt dann doch auflösen, weil es für ihn vor allem keinen Sinn mehr macht. Muss ich mir auch eine eigene Bleibe suchen, aber der ist ein gern gesehener Gast, der kann jederzeit vorbeikommen.
Und jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Heimspiel. Ja, Vollgas und dann bleiben wir auf jeden Fall Tabellenführer und holen die 3 Punkte. Auf die Blaue. Danke. Bitte.